guten Morgen. Und es ist ein guter Morgen, das weiß ich, denn die Sonne scheint. Wenn sie nämlich nicht scheinen würde, dann hätte mich meine Sonnenaufweckmaschine nicht geweckt. Dann wäre es auch kein guter Morgen. Dann würde ich am Bett bleiben. Aber die Sonne scheint und ich stehe auf. Das macht er jeden Tag. Verflixte Batterien. Ich habe doch erst gestern welche gekauft. Das kostet mich ja ein Vermögen. Man schmeißt doch nicht einfach alles so in die Natur. Und Batterien schon gar nicht. Da ist nämlich giftiges Zeug drin. Also ich bringe meine leeren Batterien immer in den Elektroladen zurück. Der ist sowieso auf dem Weg zum Bäcker und ich hole mir jetzt erstmal frische Brötchen. Ja. Ach, ich liebe solche Morgen. Der Tag ist noch ganz neu und die Sonne bringt alles so richtig in Schwung. Da steht noch der Morgennebel über der Wiese. Aber die Tautropfen laufen schon vor der Sonne davon und werden immer kleiner. Die Blüten machen auf und die Sonne weckt auch noch die letzten Langschläfer. Aufstehen, ja. Erst mit der Sonne kommt Leben in die Bude. Ne? Naja, die Sonne gibt Licht, Kraft und Wärme. Und ohne Sonne würde auf der Erde überhaupt nichts laufen. Die Erde selbst würde auch nicht laufen, denn die, das weiß ja jeder, läuft immer um die Sonne herum. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, pro Jahr einmal um die Sonne. Wobei die Sonne verglichen mit der Erde noch viel, viel größer ist als auf diesem Bild. Wir haben sie nur nicht draufgekriegt. Tja, und wie sieht denn nun die Sonne selbst aus? So, heiß. Wie in einem Backofen. Ach, was sage ich, viel heißer. Millionen von Grad. Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Auch nicht diese höllischen Flammen, alle so groß wie die Erde. Das sind Protuberanzen, riesige Flammenbögen, die in den Weltraum rausgeschleudert werden. Den kommt man besser nicht zu nahe. Müssen wir ja auch nicht. Wir sitzen auf unserer Erde weit entfernt und kriegen trotzdem Licht und Wärme. Da wandern die Sonnenstrahlen durchs All und, naja, sicher, unterwegs geht was verloren. Und dann sind da die Ozonschicht und die Wolken, die bremsen auch nochmal. Aber das ist gut so. Denn was dann unten übrig bleibt, das langt. Das hält die Erde warm. Wenn mal nichts ankäme, das wäre schlimm, das wäre tödlich. Ab und zu passiert das ja, aber nur für ein paar Minuten. Bei einer Sonnenfinsternis. Dabei schiebt sich der Mond frecherweise vor die Sonne und verdunkelt die Landschaft. Das macht er nicht sehr oft. Und deshalb warten hier schon die Wissenschaftler mit allerhand Fernrohren auf das seltene Ereignis. Und da geht's auch schon los. Der Mond schiebt sich vor die Sonnenscheibe, Stückchen für Stückchen. Es wird immer dunkler. Es wird immer kälter. Ja, und jetzt ist sie weg. Und man kann endlich mal diesen Heiligenschein um die Sonne herum sehen, die Corona. Die ist immerhin noch 3 Millionen Grad heiß. Aber für uns langt das nicht. Wir brauchen die Sonne selbst. Und Gott sei Dank, sie kommt immer wieder zum Vorschein. Tja, was wären wir ohne Sonne? Ne? Wir wären überhaupt nicht da. Haben wir mal Feuer. Sind Sie nicht vorhin gerade hier vorbeigelaufen? Ja, meinen Sie, ich laufe, um irgendwo hinzukommen? Junger Mann, ich laufe für meine Gesundheit. Jetzt bin ich damit fertig und jetzt fahren wir wieder nach Haus. Also haben Sie Feuer. Ah ja, nee, Moment. Ich hab nichts bei mir, das tut mir leid. Aber sagen Sie mal, da muss doch irgendwo ein Anzünder sein hier in so einem Auto. Ja, selbstverständlich ist einer drin. Bloß funktionieren tut er nicht. Schulz, wenn das Ding bis morgen nicht funktioniert, sind Sie entlassen. Also wissen Sie, wenn Sie mir da jetzt vielleicht doch irgendwie ein bisschen behilflich sein könnten, weil schauen Sie, nach dem Joggen, gell, da brauche ich immer eine kleine Zigarre, weil sonst ist mir die ganze Rennerei zugesund, versteht Sie? Ja, was machen wir denn da? Der Tabakladen hat noch zu. Da könnte man... Moment mal, Herr Schulz, können Sie mal die Motorhaube aufmachen? Herr Schulz, machen Sie mal auf! Gleich haben Sie Ihr Feuer, Herr... Rauch! Richard, Rauch!
Heizöl und Kohle en gru und in Detail. Hä? Ja, Groß- und Kleinhandel halt, nicht Brennstoffe jeder Art. Also Feuer habe ich keins. Ja, hören Sie mal, was machen Sie denn da? Sie können doch da nicht einfach an dem Wagen. Ja, Sie wollten doch Feuer. Ja, ehrlich? Und hier haben Sie es. Ganz sauber und ganz da, umsonst. Das ist das Feuer. Ja. Passen Sie auf. Da ist die Sonne. So. Jetzt stecken Sie mal Ihre Zigarre da durch das Loch. Da rein. Nee, von unten. Ich darf mal, ja? Mhm. So. Ja, es funktioniert. So, bitteschön. Ah, das ist ja toll. Das ist ja einfach toll, wie Sie das gemacht haben. Wissen Sie was? Sie können mir helfen. Sie haben mich da mit Ihrem Sonnendings da auf eine gute Idee gebracht. Schauen Sie, es geht um Kohle und Öl. Und wenn ich da jetzt an die Sonne denke. Ja. Ne? Ah, tut mir leid, ich muss ins Geschäft. Ja. Der Schornstein muss ja rauchen, gell? Wir sehen uns gleich. Schulz, in die Firma. Ja, nehmen Sie es mit. Also, bis dann. Was wollte der denn? Handelt mit Kohle und mit Öl und redet von der Sonne. Obwohl, das eine hat mit dem anderen schon was zu tun, nicht? Vor vielen Millionen Jahren sah es bei uns so aus. Weiß ja jeder. Riesige, undurchdringliche Wälder mit gewaltigen Urzeitpflanzen bedeckten die Erde. Saurier trampelten durch die Sümpfe und im Meer schwammen riesige Fische und Krebse. Die Pflanzen konnten natürlich nur wachsen, weil die Sonne schien. Und die Tiere wiederum lebten von den Pflanzen. Alles also, was auf der Erde lebte, brauchte die Energie von der Sonne. Sonnenenergie. Irgendwann nun starben die Bäume und Pflanzen. Und auch die Tiere im Wasser, die sanken auf den Meeresgrund. Und alles wurde durch Erdbeben, die gab es damals ziemlich oft, tief unter der Erde begraben. Und während der nächsten Jahrmillionen passierte nun da unten etwas Wundersames. Aus den Pflanzen- und Tierresten entstand Kohle und Öl. Tja, wir holen nun beides wieder an die Oberfläche und machen Strom und Benzin draus. Oder wir verheizen es. Was wir aber wirklich tun, wir benutzen die Energie, die die Sonne damals auf der Erde angesammelt hat, während vieler Millionen Jahre. Nur, wir verpulvern sie in ein paar Jahren. Tja, also, auch wenn wir Kohle, Öl oder Benzin verfeuern, wir benutzen auf jeden Fall Sonnenenergie. Und das ist doch eigentlich dumm. Ne? Warum benutzt man denn nicht gleich die Sonne, um Licht zu erzeugen und Wärme? An Kohle und an Öl macht man sich nur die Finger schmutzig. Die Sonne dagegen, die ist sauber und die qualmt nicht. Und sie schickt, das habe ich mal gelesen, 20.000 Mal mehr Kraft runter auf die Erde, als wir überhaupt brauchen. Da könnte man ganz andere Sachen machen, als bloß so Zigarrenanzünder. Ne? Apropos, dieser komische Typ eben, was hat er gemeint, ich könne ihm helfen? Sehr merkwürdig. Mist, verflixter. Was die mich wieder gekostet haben. Da. Nicht wieder einfach so wegwerfen. Ach, der Herr Erfinder. Das trifft sich da schon sehr. Ja? Schon wieder leer. Batterien sind da drin. Aber wir haben ja ganz andere Probleme. Sie müssen mir dabei helfen. Schauen Sie, ich handle doch mit Kohle und mit Öl. Damit die Menschen Wärme haben. Kraft, Licht, nicht wahr? Aber schauen Sie, irgendwann ist das doch einmal alle. Das mit der Kohle und mit dem Öl. Und mit was handle ich dann? Ja, mit was? Das ist doch das Problem. Aber ich habe auch die Lösung. Ach, und die wäre? Schauen Sie, unsere geheime Energiequelle, die hängt da oben. Ach, Sie meinen die Sonne? Genau, die Sonne. Energie von der Sonne. Das wird das Geschäft. Sauber und billig. Man muss nur wissen, wie. Aber Sie haben ja schon mal eine gute Idee gehabt. Vielleicht haben Sie noch ein paar Ideen. Ich sage Ihnen, da können wir ins Geschäft kommen. Ihre Apparate müssen sich nur verkaufen lassen.
Und sie müssen funktionieren mit der Sonne. Also, jetzt erfinden Sie mal schön, Sie sind ab sofort angestellt, nicht? Und daran soll es nicht liegen, gell? Na ja. Sowas. Plötzlich bin ich angestellt als Erfinder. Na, warum nicht? Na, dann erfinden wir mal. Dem Herrn Rauch kann geholfen werden. Was hat er gesagt? Erfinden Sie mir Sonnengeräte zum Wärmen und zum Leuchten. Ja, da finde ich ihm. Es ist Zeit für einen kleinen Mund voll. Da erfinde ich ihm einen Sonnenofen. Ja, der Mensch braucht doch was Warmes im Magen. Ja, hier ist schon mal eine kleine Campingpfanne. Ja, die Sonne soll jetzt diese Pfanne erhitzen. Nur das könnte ich jetzt eigentlich genauso machen wie mit der Zigarre, nämlich mit so einem Reflektor hier. Nicht? Die Sonne fällt in den Reflektor, die Strahlen treffen sich alle an einem Punkt und da wird es schrecklich heiß. Na, und das würde nicht funktionieren. Die Pfanne ist zu groß, die wird nicht heiß genug. Ich brauche einen größeren Reflektor. Ja, das ist es ja. Hier, ein Regenschirm. Ist das nicht ein fabelhafter großer Reflektor? Naja, ist noch zu schwarz, ja? Aber da können wir was machen. Da werde ich einfach die Innenseite bekleben. Mit Alufolie. So. Der Schirm ist beklebt, das war gar nicht so schwer. Man muss nur darauf achten, dass die Folie hier überall gut anlegt. Ne? Die Pfanne habe ich unten noch mal schwarz gemalt. Das ist auch sehr wichtig, sonst geht's nicht. Naja, und jetzt muss die Pfanne in den Brennpunkt hinein, also in den heißesten Punkt. Wo der ist, das kann man ganz leicht ausprobieren, indem man mal mit der Hand so langsam hier den Stiel runtergeht. Ah, da war er. Da ist es heiß. Gut, da hinein kommt jetzt die Pfanne. Und in die Pfanne kommt ein Ei. So. Na, das wäre doch schon mal was für meinen Auftraggeber. Ne? Der Sonnenofen für den kleinen Hunger zwischendurch. Ja. Umweltfreundlich, energiesparend, geschmacksneutral und leicht zu transportieren. Ne? Na, wollen wir mal sehen. Ja, es hat geklappt. Das Ei ist durch. Tja, vor allen Dingen diesem Wunderwerk der Kochtechnik hier. Moment. Geht nie das Gas aus. Oder der Strom oder die Kohlen. Denn die Sonne heizt. Und die Sonne ist ja nie alle. Ne? Das haben sich auch ein paar französische Wissenschaftler gedacht. Und daraufhin das hier gebaut. Ein riesen super Sonnenofen. Im Grunde ist das nichts anderes als das, was ich dem Herrn Rauch für seine Zigarre gebaut habe. Ein gebogener Sonnenspiegel. Weil man aber nun so ein großes Ding nicht dauernd nach der Sonne drehen kann, kommt das Sonnenlicht erstmal von vielen kleinen Spiegeln, vom Hügel gegenüber. Kuh, geh aus der Sonne. Denn jetzt wird Solar geheizt. Zuerst werden an einem Schaltpult all die kleineren Spiegel zur Sonne gedreht. Die sind nämlich beweglich. Ja. Ja. So. Jetzt schicken die also alle ihre Sonnenstrahlen in den großen Parabolspiegel. Der ist ja etwas gekrümmt und deshalb treffen sich jetzt alle Strahlen in einem Punkt. Hier, im Brennpunkt. Was an Sonnenenergie sonst auf, sagen wir mal, ein ganzes Fußballfeld runterkommt, ist jetzt gebündelt und konzentriert auf diese eine Stelle. Und da wird es jetzt ganz schön warm werden. Etwa 4000 Grad. Naja, statt so rumzukokeln, könnte man hier natürlich auch eine Dampfmaschine anschließen. Oder ein kleines E-Werk. Und man kann auch so viel mehr Sachen mit Sonne machen. Ich habe auch schon ein paar gute Ideen. Ich muss nur noch ein paar Sachen einkaufen und dann wird der Herr Rauch Augen machen. Oh, ich glaube, das ist er. Ich fürchte, er will von neuen Erfindungen jetzt nichts hören. Naja, ich muss ja auch erstmal was bauen, nicht? Und das kann noch dauern. Da könnte ich euch in der Zwischenzeit eine Geschichte erzählen. Vor langer Zeit lebte in einem großen Königreich einmal ein Zauberer.
Das war nichts Besonderes, denn zu dieser Zeit lebte in jedem Königreich ein Zauberer. Der aber, den ich meine, war ein besonders berühmter Zauberer. Er hieß Merlin und verstand sich auf allerhand Magie und Hexenkunst. Beispielsweise konnte er mit Hilfe von Benzin und Feuersteinfunken eine Flamme erzeugen, was den König immer wieder in Erstaunen versetzte. Auch konnte er sich mit einem seltsamen Apparat, der aus zwei Rädern, Pedalen und einem Lenker bestand, rasend schnell fortbewegen. Wie gesagt, es war ein außerordentlich begabter Zauberer. Es ist klar, dass ein so berühmter Magier nicht nur Freunde hat. Auch am Hofe des Königs gab es ein paar Ritter, die dem Zauberer seine Erfolge nicht gönnten und grollend an der königlichen Tafel saßen, wenn Merlin seine Kunststücke vorführte. Kein Mensch und vor allen Dingen kein hübsches Burgfräulein war dann noch an den Ritterturnieren interessiert. Deshalb hatte einer der Ritter eine teuflische Idee. Wir können ihn leicht loswerden, sagte er, wenn wir behaupten, dass dieser Merlin mit dem Teufel im Bunde ist. Dann wird der König ihn sicher ins Gefängnis werfen. So passierte es auch. Merlin saß eines Tages im dunklen Burgverlies und rechnete mit dem Schlimmsten. Aus lauter Langeweile berechnete er den Lauf der Sonne und fand dabei heraus, dass in einer Woche eine Sonnenfinsternis stattfinden würde. Und das brachte ihn auf eine Idee. Er ließ dem König bestellen, dass er, Merlin, die Sonne verdunkeln würde, wenn er weiter gefangen gehalten würde. Der König lachte nur darüber. Wer kann denn schon die Sonne verdunkeln? Aber nach einer Woche dachte er anders darüber. Der Tag der Sonnenfinsternis war gekommen. Der Mond, wie jeder heutzutage weiß, schob sich zwischen Erde und Sonne und das Tageslicht verschwand. Ein Sturm kam auf. Die Vögel hörten auf zu singen und das ganze Königreich war mitten am Tage in tiefes Dunkel getaucht. Der König war zutiefst erschrocken. Merlin kann tatsächlich die Sonne verdunkeln, dachte er. Es muss wahrlich ein großer Zauberer sein, der so etwas kann. Ich darf ihn nicht länger gefangen halten. Auch die Ritter, die ihm so übel wollten, zitterten vor Angst. Hoffentlich kann Merlin die Sonne wieder hervorzaubern, sagten sie. Merlin konnte. Das heißt, er konnte natürlich den Mond nicht wegschieben, aber er wusste, dass in einer Stunde die Sonne wieder scheinen würde. Also sagte er, wenn ihr mich freilasst, werde ich die Sonne wieder erscheinen lassen. Wenn nicht, seid ihr verloren. Natürlich beeilte sich der König, Merlin aus dem Gefängnis zu holen. Und kaum war er frei, schob sich der Mond von der Sonnenscheibe. Es wurde wieder hell. Der König und all seine Untertanen, auch die missgünstigen Ritter, waren Merlin dankbar. Schließlich hatte er sie doch vor dem sicheren Untergang gerettet. Als die Sonne wieder warm schien, wurde Merlin zum königlichen Obermagier ernannt, bekam ein Schloss, die Königstochter und 37 Pferde. Und der König hat nie erfahren, dass eine Sonnenfinsternis eine ganz normale Sache ist. Man kann ja mit Sonnenenergie so viel machen. Nicht nur Wärme und Kraft, sondern auch Strom. Ja, zum Beispiel hier, mein Tischventilator. Oder da, dieses Mobile. Eine Zierde für jedes Heim. Und beide funktionieren gleich, nämlich mit Solarzellen. Hier seht ihr eine ganze Menge davon. Und die speisen alle diesen Ventilator hier. Ganz einfach. Wenn ich mal mit der Hand drüber gehe, ist aus. Da geht er wieder. Hier ist es genau dasselbe. Da ist die Solarzelle. Die treibt einen kleinen Motor. Der hat einen Propeller vorne dran. Und so dreht sich das Ding den ganzen Tag. Das sind Solarzellen, die aussehen wie die hier. Runde. Oder hier. Das sind bisschen modernere, viereckige. Und jede von diesen Zellen gibt ein halbes Volt. Nur je mehr Zellen, desto mehr Kraft dahinter. Man kann die auch einbauen, zum Beispiel in Taschenrechner, kennt ihr vielleicht, nicht? Oder hier in Armbanduhren. Braucht keine Batterie mehr, man muss auch nicht mehr aufziehen. Sehr praktisch das. Ja. Und jetzt kommt meine Erfindung Nummer 3. Aus dem Solarofen hier baue ich jetzt ein Elektrizitätswerk. Ja. Und dazu klebe ich diese Zellen hier einfach oben drauf. Das sind wetterfeste Solarzellen. Ja. Damit kann ich doch dann eine ganze Menge betreiben. Vorausgesetzt, ich habe genug davon. Naja, jetzt klebe ich hier den ganzen Schirm voll.
Jetzt werdet ihr sagen, warum macht man Strom eigentlich nicht immer so? Ohne Kohle und ohne Öl und ohne Qualm und ohne Ruß. Recht habt ihr. Und es gibt Gott sei Dank auch schon ein paar Erwachsene, die auch auf die Idee gekommen sind. Und die sich gesagt haben, wenn diese Siliziumscheibchen aus Sonnenlicht Strom machen können, dann lohnt es sich, Fabriken dafür zu bauen und sie herzustellen. Auch wenn das immer noch sehr mühsam ist, teuer. Gucken wir doch mal zu. Da müssen zuerst mit allerhand Chemikalien die Scheibchen geätzt werden. Und dann werden sie zugeschnitten, kriegen Kontakte, damit man später den Strom abnehmen kann. Ja, dazu braucht man sehr komplizierte Maschinen, furchtbar saubere und absolut staubfreie Fabriken und eine Menge Wissen. Da hapert es noch ein bisschen, da müssen wir noch forschen. Aber immerhin, wir sind auf dem richtigen Weg. Die Scheibchen auch. Die sind inzwischen schon fast fertige Solarzellen. Alleine nützen sie ja nicht viel. Erst wenn viele zusammenkommen, lohnt es sich. Und deshalb werden sie hier gruppenweise verbunden und eingerahmt. Es werden Solarpanels draus. Anlöten, vorsichtig. Ja. Und jetzt noch mal kurz testen. Mit Blitzlicht. Fertig. Zugegeben, so ein Panel ist noch ziemlich teuer. Aber trotzdem lohnt es sich schon. Sonne gibt es überall. Aber nicht Strom. Nicht überall ist eine Leitung in der Nähe. Was also macht ein Bauer hoch oben im Gebirge, der keine Steckdose hat? Er betreibt seinen Kühlschrank, seine Zahnbürste und seinen Fernseher mit Solarzellen. Das qualmt nicht und die Sonne ist umsonst. Aber die Sache hat einen Haken. Nachts, wenn man am meisten Strom braucht, zum Leuchten und zum Heizen, da scheint die Sonne nicht. Man müsste den Strom irgendwie aufheben können, nicht? Am Tage sammeln und für schlechte Zeiten irgendwo aufbewahren. Und das kann man auch, nämlich in Akkumulatoren. Also wie Erfinder sagen dazu, Akkus. Da gibt es große und kleine. Hier, das ist ein kleiner Akku, nicht? Kennt ihr vielleicht. Gibt es aber auch in ganz groß, in Autos, da ist es dann eine Autobatterie. So eine müsste ich haben. Dann könnte ich damit sogar... Das darf doch nicht wahr sein! Schulz! Ist ja nicht einmal geladen. Schulz! Wo bleibt denn der Mensch bloß wieder? Dachchen. Ach, der Herr Erfinder. Ja. Sie kommen mir ganz und gar ungelegen. Ach. Schauen Sie sich das einmal an. Nicht einmal mit so einem Drum funktioniert die Sache. Da sollten Sie mal was anderes erfinden. Habe ich schon, habe ich. Hier, die ideale Joggingmütze. Ja. Eine Mütze? Ja. Sie sollten noch was mit Sonne erfinden. Ja, habe ich doch. Sehen Sie, diese Mütze schützt vor der Sonne. Und gleichzeitig, ich darf mal eben, speist sie ihren Kassettenrekorder. Hier, hinein damit. Und? Ja, wunderbar. Wunderbar. Ja, sehen Sie, die Solarzellen hier oben, die erzeugen die Elektrizität. Und gleichzeitig speisen sie hier die beiden kleinen Akkus. Ja, großartig. Ich sage Ihnen, diese Mütze wird ein Hit. Weiter so. Ach, sagen Sie, brauchen Sie diese Autobatterie noch? Geschenkt, geschenkt. Ich habe jetzt was Besseres. Bing! Wie ihr seht, ich habe inzwischen gebastelt. Ja, zum Beispiel mein Solarschirm. Ideal für die Wüste, aber auch für kühlere Länder. Die Solarzellen hier oben, die speisen über kleine Akkus diesen angenehm kühlenden Ventilator. Bei Nacht ein Notlicht und 24 Stunden am Tag
dieses Radio hier. Die neueste Erfindung für meinen Auftraggeber, den Herrn Rauch. Der ist übrigens gerade auf einer Probefahrt und müsste gleich hier sein. Ich habe ihm nämlich... Nee, ich verrate lieber nichts. Vielleicht klappt es ja nicht. Und, oh doch, es klappt. Schulz! Herr Lustig, das Ding hier überzeugt mich, das ist gekauft. Sicher, ich meine, das Schnellste ist es nicht, gell? Aber es ist leise und vor allen Dingen, es fährt ohne Öl und Benzin. Fabelhaft. Und dann hat es außerdem noch ein Sonnendach. Nee, das ist nicht nur ein Sonnendach, Herr Rauch, das ist Ihre Stromquelle. Damit fahren Sie. Was, wie? Ist das so eine Art Sonnenauto? Genau. Die Batterien da vorne, die werden gespeist von den Solarzellen, hier oben auf dem Dach. Damit können Sie eine ganze Weile fahren. Naja, wenn es mal steil bergauf geht, nicht? Ja, dann tritt Schulz, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Herr Lustig, das wird das Geschäft. Die Zukunft von Rauchs Brennstoffhandel in Gros und in Detail ist gesichert. Auch wenn Öl und Kohle einmal ausgehen. Ab heute produzieren wir Sonnengeräte Marke Rauch. Und zwar rauchlos. Und Sie... Sie sind mein Oberkonstrukteur. Fest angestellt? Mit Weihnachtsgeld. Na, ist das was? Ach, wissen Sie, ich bleib doch lieber freischaffender Erfinder. Aber trinken Sie einen Kaffee mit? Gut. Herr Schulz, kommen Sie auf, setzen Sie sich. Ja, ein Weilchen wird es ja nur noch dauern, bis das Kaffeewasser kocht. So lange wollt ihr doch nicht zusehen, nicht? Also, nehmt doch einfach mal einen Regenschirm und baut daraus einen Sonnenofen. Ne? Ist ja ganz einfach. Ja, also ich fürchte, es ist mal wieder so weit, nicht? Bis zum nächsten Mal. Abschalten, ne? Tschüss.